Ja, Leute, damals gab es noch kein Navi. Heute hast du im billigsten Auto aus Indien serienmäßig ein Navi drin, was dir 2000 Meter vor der Abfahrt schon viermal gesagt hat, in 2000 Meter you maybe go left. Überall gibt es Sensoren, der Abstandssensor geht los, wenn ein Auto nur in die Nähe kommt. Weil du aber mittlerweile für jeden Pipifax einen Alarm hast, guckst du unter den Schab, in den Anschlag, guckst du unter, zack, fahrst du im Vordermann erst rechts hinten rein. Früher war Navi eine alte, verknitterte Straßenkarte, die der Opa aus dem Zweiten Weltkrieg mitgebracht hat. Die war klasse, weil da war quasi die Deutschlandkarte identisch mit der Europakarte. Da war die Frontlinie eingezeichnet, aber keine Autobahn. Die Navi-Stimme kam aus der Mama, wenn sie gesagt hat, au, da hätte man glaub gerade links abbiegen müssen. Dann der Vater, heb mal die Karte richtig rum, du Blader. Norden ist oben, gib mal her. Da ist er 10 Kilometer so gefahren. Wenn der Vater deswegen in den Sommerferien den Weg von Stuttgart bis Italien nicht gefunden hat, ist man halt gereizt im Allgäu geblieben. Wenn mir Kinder nach 3 Tagen sagten, da ist ja gar kein mehr, hast du eine Ohrfeige gekriegt, sagt der Vater so. Und zur Strafe für die Frechheit fahren wir gleich heim, solange ich es noch finde. Und das einzige Accessoire, was man sich geleistet hat, das war der Lenkradschoner. Aber nicht, weil er so gut ausgesehen hat. Nein, als Polsterung für den Vater, wenn er beim Aufprall mit dem Kopf draufgeknallt ist. Als selber gestrickter Airbag. So, jetzt wird es auch geschwätzt.